Martin, was soll ich fragen? Es ist natürlich blöd gelaufen und es gibt immer eine Erklärung. Gibt es eine glaubwürdige Erklärung oder es ist einfach so? Ja, auf der einen Seite ist es so, man macht es nicht absichtlich und kann sich in dem Moment auch nicht erklären, dass es so passiert, aber es passiert eben und ich war ein bisschen einseitig schon von der Kante, wobei rein von der Bewegung eigentlich gar nicht so verkehrt war der Sprung, aber dann in der Vorbauphase war ich einfach sehr einseitig, habe einen Zug ein bisschen arg über die rechte Schulter gemacht und war der rechte Ski deutlich unter dem Körper und hat einfach keine Anstrengung mehr gekriegt und dreht es mich immer mehr in eine Richtung und dann irgendwann ist man halt, kann man es nicht mehr retten, muss man den Sprung abbrechen. Unten beim Abschnallen der Ski, hoffentlich spricht mich keiner an, oder? Ja, man weiß ja, was einen erwartet. Deswegen, man muss es denn so hinnehmen. Also man kann sich jetzt auf zwei Tage. Weißt du, was Spießrutenlaufen ist? Ja, das weiß ich, aber so schlimm war es nicht. Okay, neues Spiel, neues Glück. Ja, dann in Bierhofen, okay? Okay, alles klar.